Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und heute testen wir Popcorn in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da ich einfach viel zu gerne esse, dachte ich mir, why not, bestelle ich einfach mal Popcorn in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen und die testen wir dann zusammen. Es könnte ja amazing werden, ne? Wir fangen mal mit dem ganz normalen Popcorn an und zwar süß und salzig gemischt. Auch schon ziemlich crazy. Dieses Video gefällt mir jetzt schon. Die schmecken auch mal gleichzeitig süß und salzig. Das ist für die Leute gemacht, die sich im Leben einfach nicht entscheiden können. Süßes oder salziges Popcorn. Ich weiß es nie, was ich möchte. What's next? Ganz ehrlich, als ich diese Packung gesehen habe, dachte ich mir, wow. Wow. Warum ist alles nicht so schön verpackt? Ich zum Beispiel. Kokonat und Karamell. Riecht ein ganz bisschen künstlich. Okay, Kokonat, Karamell. Wow. Oh mein Gott. Die sind richtig lecker. Der Kokosnussgeschmack ist ein bisschen künstlich. Ist aber mega lecker. Ich finde schön, wie sich jetzt so Popcorn neben mir ansammelt. Machen wir mit einer Sorte weiter, die viel crazier ist. Popcorn mit Wasabi-Geschmack. Eigentlich mag ich Wasabi ja sehr gerne, aber immer wenn das an so Nüssen und so dran ist, finde ich das viel zu scharf. Das ist grünes Popcorn. Sieht aus wie Rosenkohl. Oh, an dem ist richtig viel Wasabi dran. Mundprobe. Ich finde es so geil, dass Wasabi auch mal sofort in die Nase steigt. Also wenn du mal eine verstopfte Nase hast, ist ein Löffel Wasabi. Und dann hast du keine verstopfte Nase mehr. Life Lessons with Vanessa! Der Magic Mix. Zauberhafter Geschmack. Popcorn-Mix mit Heidelbeer, Erdbeer, Sanddorn, Waldmeister und Karamell-Nussgeschmack. Total süße, bunte Popcorn. Erdbeere. Ich hasse Erdbeeraroma. Ich kann nur Erdbeeren essen. Ich finde Erdbeeraroma so widerlich. Karamell-Nuss. Mh, der ist lecker. Aber wie schmeckt Heidelbeere? Das schmeckt, als ob man einen Heidelbeerjoghurt isst. Waldmeister. Also diese Mischung ist echt die komischste überhaupt. Oh, gelb. Gelb ist bestimmt Sanddorn. Ich weiß nicht, ob ich es hasse oder liebe. Also diese Magic-Tüte würde ich nicht empfehlen. Die ist nicht Magic. Die hat so viele verschiedene Geschmacksrichtungen, die alle verschieden sind. Ich muss zum Neutralisieren immer das süße und salzige Popcorn essen. Weil ich vergessen habe, mir was zu trinken zu holen. Ich bin im Popcorn-Himmel. Ich habe so viele verschiedene Popcorn-Geschmacksrichtungen gefunden. Ey, ich dachte, wo wart ihr mein ganzes Leben? Hallo, Tabasco. Wer wollte nicht schon immer mal Tabasco-Popcorn essen, ne? Davon habt ihr doch alle schon mal geträumt. So ein bisschen rotes Popcorn. Mutprobe, zwei Stück auf einmal. Geil. Nee, wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich habe früher mal diese Bacon-Chips gegessen. Diese, die nicht so richtig wie Chips sind, sondern so, na, diese Schweinespaten-Bacon-Chips. Also Chips mit Bacon-Geschmack. Und so schmecken die. Die sind aber glutenfrei, sojafrei, laktosefrei, GMO-frei, reichhaltige Ballaststoffe. Das finden wir gut. Ist okay. Also wenn man so Bacon-Geschmack und sowas mag, dann schmecken die bestimmt richtig gut. Ich glaube, das ist ein ganz cooles Geschenk. Jetzt brauchen wir wieder was Süßes. Popcorn mit Schokoladengeschmack. Was man nicht alles so im Internet findet. Es ist einfach Popcorn mit Schokolade überzogen. Das hätte ich mir auch denken können. Ich muss es machen wie die Beauties. Hier ist mein neuer Popcorn mit Schokoladengeschmack. Ja, schmeckt super halt, ne? Jetzt hatten wir leckere Schokolade. Aber wie schmeckt Popcorn mit Cheddar? Det viel vor viel vertosse dem mit der Herr Kassines Konne Popcorn Song Boltzwissig. Welche Sprache ist das? Aus Dänemark. Ich kann eine Sache auf Dänisch sagen. Røll grøll med fløl. Das heißt rote Grütze mit Sahne, glaube ich. Røll grøll med fløl. Käse riechst du. Geil. Schmecken halt wie diese Käsebällchen, ne? Nur halt als Popcorn. Leute, ich habe einfach nur einen Grund gesucht, um ganz viel verschiedene geile Sachen zu kaufen. Was brauchst du? Willst du Popcorn probieren? Mit Bacon-Geschmack? Also, es soll eigentlich nach Tabasco schmecken, aber es schmeckt übelst nach Bacon. Jetzt will ich das probieren. Popcorn mit Käsegeschmack. Der Hit auf jeder Party. Oh Mann! So Kinder, in 10 Minuten bin ich fertig, dann könnt ihr alles hier aufessen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für diese Unterbrechung. Und es geht weiter mit Popcorn mit Energy-Geschmack. Okay, da riechst du schon das Energy. In der Kamera sieht das mal gar nicht so schön aus, aber die sehen total... hübsch aus. Probieren wir erstmal den roten. Oh nee. Schmecken halt echt nach Red Bull. Und der blaue? Popcorn sollte nicht nach Red Bull schmecken. Sorry, nach Energy Drink. Wir haben zwar eben gerade schon mit Erdbeer probiert, aber ich habe hier nochmal eine ganze Tüte mit Erdbeer. Und weil ich künstlichen Erdbeergeschmack so gerne mag, esse ich jetzt eine ganze Hand. Das ist die Chubby Bunny Pill. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich weiß nicht warum, aber ich mag einfach keinen künstlichen Erdbeergeschmack. Nur Erdbeeren dürfen nach Erdbeere schmecken. Hier haben wir keine Erdbeere, aber mit Waldbeerengeschmack.
Popcorn mit Waldbeere, Geschmack schmeckt nach Waldbeere. Das sieht man in der Kamera, glaube ich, gar nicht, aber das sieht so hübsch aus. Tumblr, sage ich euch. Mag ich es oder nicht? Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas im Mund nehmt? Kennt ihr das, wenn ihr etwas esst und einfach nicht wisst, ob ihr es mögt oder nicht? Hat auf jeden Fall den Preis fürs hübscheste Popcorn gewonnen. Oh, wir haben nur noch eins. Kims Popperi. Popcorn mit italienischer Geschmack also. Hier, ein kleines Stückchen Italien in einer Tüte mit Popcorn. Das ist lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also du schmeckst halt wirklich Tomaten, Basilikum wie eine Pizza. 11 Tüten Popcorn habe ich ausprobiert. Crazy! Was waren meine Lieblings? Die mit Schokolade kriegen auf jeden Fall einen Platz. Die mit Wasabi waren gut. Und ich finde diese süß-salzigen richtig gut. Also, dass das schon in der Tüte so gemischt ist und man süß und salzig gleichzeitig schmeckt. Also, ich kann euch auf jeden Fall raten, mal weg von dem langweiligen Popcorn zu gehen und mal so eine crazy Geschmacksrichtung wie Wasabi zu holen. Denn das Leben steckt voller Überraschungen und ist zu kurz, um immer das Gleiche zu tun. Lebensweisheiten mit Vanessa. Bubu! Ich hoffe natürlich, euch hat dieser kleine Taste-Test gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Ne? Das tut man nämlich. Wenn einem etwas gefällt, dann zeigt man das auch. Und wenn nicht, dann könnt ihr einfach gehen. Ne? Und schreibt mir etwas Nettes in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich gehe jetzt weiter Popcorn essen. Bis dann. Tschüss.